Also wir können jetzt links gesehen werden, ne? Wir müssen gleich ganz schnell rüberhuschen, weil der Nachbar könnte uns da sehen. Ja. Bei der heutigen Erkundung begann der Nervenkitzel noch bevor wir in der eigentlichen Location waren. Was macht das hier, ey? Hey, was ist das? Da ist Strom. Okay. Doch, da vorne ist Strom. Da geht, ne? Okay. Also, wir erstmal ganz kurz hier abchecken. Nicht, dass ihr gleich irgendwo an einer Ecke steht. Tierkäfige im Keller. Ganz komische Location. Wir müssen erstmal einen schnellen Durchgang hier machen. Was wurden denn hier wohl für... Sieht aus, als wenn hier Vögel gehalten wurden. Und das heißt Haus der Geweiher. Alter Schwede, ja. Ich glaube, hier waren auf jeden Fall richtig viele Tiere. Ich war auf der Vogelfrau, ne? Echt? Ja. Wir müssen uns hier richtig beeilen. Weil irgendwie fühlt sich hier keiner so richtig wohl. Ein ganzer Kellerraum als Foliere. Okay, ich korrigiere mich. Wir werden wahrscheinlich hier doch ein bisschen länger brauchen. Auch wenn das eine ganz, ganz heiße Kiste ist. Wegen Nachbarn und so. Aber schaut euch das hier mal an. Servus meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Ich bin immer noch gemeinsam mit Luca und den anderen auf unserer Sonntagstour unterwegs. Das Video startet wieder in der Location, weil es mega heiß war, hier reinzukommen. Und ringsrum Nachbarn sind. Und jetzt wissen wir auch, wo der Name herkommt. Haus der Geweihe. Ich will gar nicht so nah hier an Fenster gehen, wegen Nachbarn. Aber die Blumen sind auf jeden Fall schon vertrocknet. Boah, ist das Hammer. Das ist echt heftig. Oder wie? Wir werden zum Schluss mal noch Aufnahmen von den Außenbereich einblenden. Selbst da waren jede Menge Folieren. Ich glaube, hier können wieder Bilder mehr aussagen wie 1000 Worte. Und das Heiße ist hier dran, hier geht auch noch der Strom. Lassen wir natürlich aus. Hier stehen noch alle Tassen da, wo sie auch hingehören. Eine wunderschöne Zeitkapsel. Ich weiß, ich sage das Wort öfter, aber in letzter Zeit begegnen uns solche Locations noch tatsächlich, wo einfach das Wort Zeitkapsel passt. Aber ich glaube, das hier übertrifft nochmal alles, was Natur anbelangt. Es gibt hier eigentlich kein Dekorationsstück, was nicht in irgendeiner Form mit ja, Natur oder Tieren zu tun hat. Zartbitterschokolade. Seit wann ist die wohl abgelaufen? 1.7.2011, Verfallsdatum. Und wenn das wirklich schon so lange verlassen ist, dann grenzt es an ein Wunder, dass das noch so aussieht. Luca sagte gerade, dieser Alligator, den ich eben schon gefilmt habe, weil ich den toll fand, aber ich dachte, das wäre irgend so ein Deko-Ding. Könnt ihr euch vorstellen, dass der echt ist? Ich glaube, der ist wirklich echt. Jetzt nochmal kurz hier zu dem Alligator, den ich eben als Deko abgestempelt habe, aber wenn man den anpackt, der ist echt. Ich dachte auch schon, was eine geile Nachbildung, aber... Aber das passt ja auch zum Jäger. Ein Jäger wird sich niemals zum Kunstding hinstellen. Nee. Aber ich habe das echt als Deko abgestempelt gehabt. Die können bis zu 3 Meter lernen. Ja, das stimmt, so ein richtiger Alligator, ne? Ausgewachsen kriegst du nicht auf der Fensterbank. Nee. Nee. Hier ist die Küche. Hier ein Kalender. Von wann ist denn der Kalender? Januar? Aber ich kann hier tatsächlich noch gar kein Datum entdecken. Auch selten. Ein Kalender, wo kein Jahresdatum draufsteht. Am 22. ist hier im Kalender Küken eingetragen. Und ich glaube, dazu kann ich gleich im Keller noch mehr erzählen. Hier ist regelmäßig ein Termin Küken eingetragen. Also am 7. steht Küken, am 22. Küken. Und das schließt ja auf einen regelmäßigen Rhythmus hin. Handelt sich vielleicht hier um eine Brüterei? Hier am 1. wieder Küken. Am 22. Küken, Fragezeichen. Also alle 2 bis 3 Wochen steht Küken im Kalender. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Detail, womit wir es hier zu tun haben. Denn wenn ihr gleich mal das Außengelände und den Keller seht, dann wisst ihr, das hat irgendwas mit Geflügel zu tun. Was für Küken, keine Ahnung. Aber irgendwas schien hier ja aus
gebrütet zu werden. Und hier ist Kalender von 2021. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ein verräterischer Name draufsteht. Aber 2021 wäre ja tatsächlich gar nicht mehr ganz so lange verlassen. Während die Schokolade ja schon deutlich länger abgelaufen ist. Badezimmer wohl eher unspektakulär. Wenn da nicht dieser ja, handgeschriebene Brief liegen würde. Ich kann euch das jetzt nicht wortwörtlich vorlesen, wegen hier stehen jetzt zu viele persönliche Sachen. Amtliche Erpressung, Nötigung. Zusammengefasst geht es in den Schreiben darum, dass der Eigentümer hier mal Widerspruch eingelegt hat. Wahrscheinlich wurden die Tiere mal einbezogen, gerichtlich. Und dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Und Tiere spielen in diesem Haus einfach eine mega große Rolle. Weil auch hier im Büro irgendwelche Schädel von irgendwelchen Vögeln. Von klein bis groß. Also vermutlich wurden hier nicht einfach nur Hühner ausgebrütet, sondern irgendwelche Greifvögel. Und vielleicht war das nicht so erlaubt. Ist natürlich nur eine Vermutung, aber es deutet auf jeden Fall sehr viel darauf hin, wenn man das Schreiben im Badezimmer liest. Also meine Vermutung ist, dass das irgendwie ja, Jäger, Förster noch nicht mal, sondern eher so ein Falkner oder ja, Vogelwart war. Hier ist gerade Luca am Film im Schlafzimmer. Aber mega, wa? Mega, Hammer, ey. Der Keller ist echt gruselig, muss ich sagen. Guck, der hast du denn mal draußen geguckt, wie viele Verlierer das da noch gibt? Ja, doch, das habe ich eben beim Eingang schon gesehen. Ja. Das ist echt gruselig. Dass das Ganze auch hier gewerblich betrieben wurde mit den Vögeln. Ja, da finden wir jede Menge Bürounterlagen in diesem Schrank. Muss ich euch natürlich wieder verpixeln, beziehungsweise erst gar nicht so nah dran halten. Aber dieser Schrank und deren Inhalt an Unterlagen verraten uns auf jeden Fall, so viel kann ich verraten, dass das Ganze hier gewerblich betrieben wurde mit den, ja, Vögeln. Was es genau für Vögel war, die Köpfe waren ja Greifvögel. Aber ob man Greifvögel einfach so privat ausbrüten darf, keine Ahnung. Das Schreiben im Badezimmer deutet darauf hin, dass ihnen ja die Tiere entzogen worden sind. Ja gut, hier ansonsten Kleidung und auch Sachen, die auch tatsächlich in ja, Schlafzimmer reingehören. Selbst in Schlafzimmer, in jedem Regal findet man Geweihe. Wir riskieren jetzt mal einen Blick aus dem Schlafzimmer in den Garten, wo wir jetzt nicht so auffällig rumlaufen wollen, aber guckt euch mal an, wie viele Folieren und Vogelkäfige das noch gibt. Das ist ja ein halber Tierpark hier draußen gewesen. So, und ich gehe mal wieder zu den anderen, denn Jan und Luca haben ja gerade noch was ganz Spannendes rausgefunden. Die Tiere wegnehmen oder irgendwie sowas. Das glaube ich auch. Hast du rausgefunden, was da? Ich habe das ja gelesen, aber... Ja, irgendwie, ich glaube, er hat Einspruch gegengelegt, dass er ihnen die Tiere wegnehmen. Ne? Und hier sind ja Greifvögel. Ich weiß gar nicht, ob man Greifvögel privat ausbrüten darf. Und diese Unterlage im Schlafzimmer, das schien gewerblich gewesen zu sein. Ne? Das ist halt krass, was hier alles noch zurückgelassen ist. Ne? Ja, das ist der Anbau. Hier ist die Küche. Werden nämlich die Vögel abtransportiert. Das hat alles dokumentiert. Das ist. Wir machen uns jetzt mal einen Keller. Der soll nämlich auch richtig interessant sein noch. Und hier sind auch noch irgendwie Vogeltransportkisten. Und wir haben ja eben hier schon mal einen Blick reingeschmissen. Leere Folieren, wo mal Vögel gehalten wurde. Also der hat hier wirklich jeden Winkel ausgenutzt für Vögel. Aber ob das legal oder illegal war, keine Ahnung. Oder vielleicht ein Stück weit legal und dann hat er sich trotzdem nicht an alle Auflagen gehalten und deswegen wurden ihm die Tiere entzogen. Auf jeden Fall sehr mysteriöse Location. Ich möchte gar nicht wissen, was hier noch drin ist in dieser Tiefkühltruhe. Wir wagen mal ein Ding rein, aber stinken tut's nicht. Tja, ob die Würstchen und das Fleisch mal für ihn oder für seine Tiere war, kann ich euch nicht sagen. Aber das Eintagsküken da war auf jeden Fall garantiert für seine Greifvögel gedacht. Und die Tiefkühltruhe geht natürlich logischerweise noch, wie ihr hier in den Eis seht. Weil sonst wäre ich mit diesem toten Küken da wahrscheinlich vom Gestank hier schon geflüchtet. Tiefkühltruhe hat nicht gerochen, aber hier im Keller riecht es dann doch ein bisschen, sagen wir mal, seltsam. Tja, hier ist eine normale Sauna. Und diese Tür hier ist nicht umsonst so dick isoliert, denn hier befindet sich ein selbstgebauter Brutschrank hinter. Ja, die brauchen natürlich zum Ausbrüten von Eiern eine ganz bestimmte Temperatur. Ja, hier ist der Kompressor für den Dings und hier ist noch eine Tiefkühltruhe. Wollen wir da auch mal reingucken? Na, der ist leer. Ist aber auch nicht eingesteckt.
Und die Sauna ist eher unspektakulär. Und ihr wisst meine Einstellung zur Location, wo noch der Strom geht. Super heiß. Da waren wir. Den ja, foliären Kellerraum waren wir. Ja, weil die typischen Styroporkisten gegen ja, Wärme oder Kälte. Vielleicht hat er sich darin Eier schicken lassen und die dann hier im Keller ausgebrütet. Entschuldigung, wenn ich das Wort vielleicht nutze, aber wir können halt hier nur spekulieren. Und auch hier in Heizungskeller. Also es gibt keinen Raum, der nicht mit Tieren zu tun hat. Und ja, hier, ich habe keine Ahnung, was das für Eierschalenreste sind. Aber jedenfalls keine Hühnereier. Hier im Keller haben wir noch eine Schublade gefunden mit Ringen drin für Vögel. Also es sieht aus wie Taubenringe, aber es ist nicht für Tauben, weil Taubenringe haben nicht so viele Details. Da ist nur eine Nummer drauf und hier steht eine richtige Adresse drauf. Aha, gut, müssen wir nicht verpixeln, mit Telefonnummer. Also wenn man hier diese Geflügelringe sieht, dann weiß man auf jeden Fall, er muss ein Gewerbe dafür angemeldet haben. Also es war nicht komplett alles illegal. Aber trotzdem wurden ihnen die Tiere ja dann nachher weggenommen. Das heißt, vielleicht war das so zwar offiziell angemeldet, aber dann nicht korrekt verhalten oder so. Hier ist noch ein Raum, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja, und hier haben wir einen Kellerraum komplett umgebaut. Ja, als Vogelstation würde ich es beschreiben. Mit den Gitterrosten hier auf der Erde, damit der Kot nach unten wegfällt und die Vögel nicht in den Kot sitzen. Als ich aus dem Keller mich wieder nach oben begab, um Luca und Jan meine Erkenntnisse aus dem Keller mitzuteilen, hatten diese bereits auch neue Informationen, die den Fall eine ganz neue Sichtweise verschafften. Also er hatte auf jeden Fall eine Erlaubnis für diese Vögel, weil unten im Keller sind in der Schublade offizielle Ringe. Die kriegst du nur, wenn du Gewerbe offiziell angemeldet hast. Genau, die wurden anscheinend auch unrechtmäßig entzogen. Hast du echt rausgefunden, da? Was er eben im Keller schon vermutet hat, kann Jan jetzt nochmal bestätigen, dass, also er, es war nicht illegal, sondern es war ein offiziell anerkannter Züchter und scheinbar wurden ihm die unrechtmäßig entzogen, die Tiere. Ja, so wie das hier in der Zeitung steht, war er wohl weltweit anerkannter Züchter für Adler, Schreiadler, Greifvögel im Allgemeinen. Anscheinend, der Ordner ist dick, anscheinend hat er dem Ganzen widersprochen, man weiß es nicht. Aber du glaubst auch, dass auf jeden Fall alles legal war hier? Es sieht so aus. Steht zumindest in der Zeitung. Ja, ziemlich viele Zeitungsartikel. Hier sind eine ganze Mappe. Und da, der Ordner ist voll, hat er jahrelang noch weiterverfolgt, das Ganze. Er hat hier die Vögel am Ringe bekommen, wurden zu Forschungszwecken benutzt, so wie es hier irgendwo drin steht. Warum sie ihn die weggenommen haben, so weit bin ich noch nicht. Hier steht auch nochmal Dynamitnobel Z Lang. Was ist das genau? Irgendwie Bleigeschoss oder sowas steht drauf, 22 mm. Würde ja passen zum Jäger sein, zum ne? Zum Jäger, genau. Luca, du klaust schon wieder Spinnenmehl. Ich weiß, ich habe schon wieder wahrscheinlich ganz ein dichtes Jahr gesammelt, ja. Meine Omen, würde ich gerade sagen. Also, doch nicht wie es auf den ersten Blick schien, dass das illegal war, ist es scheinbar doch legal gewesen. Die Frage ist, mit welcher Begründung haben sie die Tiere ihnen entzogen? Wäre jetzt ja mein Datum ganz interessant, aber ich glaube, das Nachbarn, ist Nachbarn. Wo? In den Hof hier. Die kommen direkt hier. Die kommen direkt aufs Haus. Jetzt müssen wir warten. Ja. Lass uns das da schnell fertig drehen. Und dann gehe ich nur hier durch. Ja, würde ich sagen. Okay, Leute, wir stehen mittlerweile im Keller. Das Ganze muss jetzt hier irgendwie ein bisschen schneller gehen, als wir es eigentlich zunächst erwartet haben. Denn unsere Kontaktperson draußen hat gerade gesagt. Ja, gerade interessante Location aufgenommen. Wird auf jeden Fall ein einzelnes Video. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir hier wieder unentdeckt rauskommen. Und ja, wir haben gerade eine Warnung von unseren Außenposten gekriegt. Das heißt, es wird jetzt immer schwierig, hier unentdeckt rauszugehen. Aber. Daher jetzt schon mal vorsichtshalber die Info. Wenn es gleich draußen zügig gehen muss, das Außengelände, da nur ein paar Blick aus dem Fenster erhaschen können, aber das wäre jetzt zu riskant, da zu viel zu riskieren, um den Außenbereich noch aufzunehmen. Wir nehmen den Außenbereich noch auf. Ja, im Vorbeigehen okay, aber. Nee, mit der Drohne. Ja.
Ich korrigiere, Lukas sagt gerade, wir nehmen den Außenbereich noch auf mit der Drohne. Und das ist auf jeden Fall auch die sicherere Variante. Erst aus der Drohnenperspektive wurde die gesamte Größendimension dieser Greifvogelstation sichtbar. Was ist eure Meinung? Weswegen wurden die Vögel entzogen? Bis zum nächsten Mal, eurer Hypno-Hilke.